Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Wir sind im Spanischraum und haben soeben unseren Schraubenschlüssel gefunden. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück aufs Mädchenklo. Ich hoffe, wir kommen dort heile Willst du mich an. hier allein lassen? Nein, komm doch mit. Was zum Teufel ist bloß los hier? Ich gehe da nicht alleine raus. Oh Gott, komm mit. Sehen wir uns mal um. Bleib hier, Okay, folge ich mir. bleibe. Okay, ich bin direkt hinter dir. Wir haben, glaube ich, gleich unseren ersten Gegner. Oh mein Gott, das wird doch nichts. Hilfe, 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 Hilfe. Was ist das für ein Geräusch? Ich kann es gerade nicht genau deuten. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal aufs Mädchenklo. Wenn wir heile dort ankommen. Ich ahne nichts Gutes. Aber woher kommt dieser Luftzug? Ja, das hast du doch schon öfters mal gefragt. Bumm. So, ich musste noch mal gucken, wie wir es schlagen können. So. Zum Öffnen. Du hast doch ein Werkzeug. Müssen wir das jetzt wechseln? Kleinen Moment. Ach, das ist. Ja, du kannst wieder runter. Moment, 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 meine Gute. Wir spielen jetzt mal kurz Scherne. Ja. Das ist immer ein bisschen tricky hier, aber das sollten wir hinkriegen. Aber wieso? Ich spiele doch jetzt Shannon, oder nicht? Ich bin gerade etwas verwirrt. Kleiner Moment. Schön, dass wir immer unter ihren Rock gucken können. Wo ist denn? Haben wir den nicht mitgenommen? Doch. Verwirrt mich jetzt etwas. Wir spielen jetzt Shannon, aber ich kann. Was, das ist der Schraubendreher? Warte, das versuchen wir jetzt nochmal. Das sah aus wie der Baseballschläger. Ich glaube, das war gerade Hier ein. ist es total dunkel. Vergiss es. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Taschenlampe. Nee, wir sind jetzt im. Wir sind jetzt im Männerklo? Ich wechsle mal wieder zu ihm hier. Ein Energy Drink. Damit kann ich mich etwas erholen. Okay. Ja, mehr ist ja hier echt nicht. Wo sind wir jetzt genau? Sind wir jetzt in irgendeinem Sportraum? Ich wusste gar nicht, dass die Lehrer duschen haben. Wir sind im Lehrerklo. Okay. Die Zeitschrift Teachers. 10 Ways to Tame Your Students. Das lese ich mir jetzt aber nicht alles durch. Die Musik ist sehr laut hier. Das ist immer ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass das nachher bei der Aufnahme nicht so scheiße ist dann. Was haben wir hier? Einen verrosteten Schlüssel, wahrscheinlich für eine alte Tür. Hinweis des Gesundheitsministeriums. Achtung! Der freie Verkauf von Energy Drinks beschleunigt den Austausch von Nervenimpulsen zwischen Gehirn und Muskeln und führt zu einem Anstieg der geistigen Leistungsfähigkeit. Vorsicht! Der Genuss von Energy führt bei den meisten Konsumenten zur Sucht. Bei anfälligen Personen erzeugt dieses Produkt schwere Kopf- und Darmschmerzen.
Aus diesem Grund wird Folgendes angeordnet. Vom heutigen Tag an ist der Verkauf und der Genuss von Energydrinks an allen schulischen Einrichtungen verboten. Jeder Verstoß wird durch die geltenden Gesetze geahndet, und zwar auf dieselbe Weise wie bei Rauschgifthändlern. Okay, beruhigt euch mal. Oh, wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Find mir was im Kühlschrank. Nutzlos, ich habe keinen Hunger. Okay. So, wir können auf jeden Fall einmal hoch. Ich werde mal kurz einen kleinen Schnitt machen und die Lautstärke ändern. Kleinen Moment. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich kann leider die Musik in dem Spiel nicht wirklich verändern, was mich etwas ärgert, aber gut. Die Tür ist abgeschlossen. Können wir nicht den Schlüssel dafür nehmen? Verwenden? Das ist zwecklos. Ist ja okay, ist ja okay. Shannon, du bist mir im Weg. Wir gehen jetzt erstmal hoch. Es sieht immer noch aus, als ob es hell ist. Ein Lehrer hat sein Notizbuch vergessen. Wen haben wir denn hier alles? Josh. Hardworker, okay. Haben wir auch Shannon? Die ist auch nicht schlecht. Ashley ist hier nicht mit dabei, oder? Doch, da unten. Good student. Die sind alle gar nicht mal so verkehrt hier, wie ich das sehe. Hier ist auch irgendwie nichts, doch. Stans Noten sind echt übel. Ich frag mich gerade, woher sie die ganzen Namen haben. Stan, Kenny, Mr. Garrison. Haben wir auch noch einen Cartman hier? Das wäre witzig. Ach so, können wir jetzt hier mit der Info irgendwas anfangen? Stans Noten sind echt übel. Naja, nee, da... Es ist verdammt dunkel hier drinne. Da ist noch ein Schlüssel. Vielleicht finden wir die Fragen für unsere nächste Klassenarbeit. Na, jetzt übertreiben. Irgendwo muss eine alte Tür sein, zu der dieser rostige Schlüssel passt. Ja, das weiß ich. Aber lass mich doch erstmal in Ruhe hier umschauen. Jetzt steht die ganze Zeit da unten Schlüssel zum Lehrerzimmer. Das ist toll. Das Spiel scheint ein bisschen buggy zu sein. Ich hoffe, dass uns das nicht noch zu Problemen führt. Was ist das? Oh, eine CD, die nehme ich gleich mal mit. Was ist das hier, bitte schön? Mach doch nicht so viel Lärm. Das bin nicht ich. Okay, wir haben hier... Alles klar. Oh, 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 oh. Ich ahne nichts Gutes. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht dran. Weiter geht nicht. Nee. Uns fehlt auf jeden Fall ein so ein Rädchen. Ausgestellt von Kabinett McSchmidt. Offizielle Bescheinigung über Werksabnahme. Projekt Nummer 503. Öffentliches Gebäude. Private Highschool. Geldgeber. Mr. Leonard Friedman. Mr. Herbert Friedman. Generalunternehmer McSchmidt Associated. Architekt Richard McSchmidt. Oh Gott, die Namen sind ja hier echt seltsam. Datum der Werksabnahme Oktober 1899. Datum der Arbeitsaufnahme Januar 1902. Beschreibung der Arbeiten. Funktion Highschool. Gebäudegruppe mit den folgenden Bestandteilen. Ein Hauptgebäude mit Klassenzimmern und Verwaltungsräumen, eine Bibliothek, eine Sporthalle, ein Schülerwohnheim, ein doppelter Speisesaal, ein Theater, eine Krankenstation und verschiedene Werkräume. Ja, schöne Info. Uns fehlt auf jeden Fall ein Rädchen und ich glaube, wir kommen da nicht wirklich weiter, ne? Oh, da ist eine Tür. Die Tür ist blockiert, ich kann sie nicht öffnen. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Rädchen hier. Ich weiß nur noch nicht, wo wir es finden werden. Die Tür ist scheinbar abgeschlossen. Moment. Vielleicht? Wir haben ja hier mehrere Schlüssel. Das ist zwecklos. Okay, der ist es nicht. Das ist sinnlos. Na gut. Hier kommen wir erstmal nicht weiter.
Wir lassen Ashley die ganze Zeit da unten alleine. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Ein Tipp, den ich auch bekommen habe, ist, dass man in diesem Spiel niemals alleine irgendwo hingehen sollte. Oh. Wo sind wir jetzt? Wir sind doch jetzt wieder vorne, ne? Mein Shannon. Die ist von innen verschlossen. Aktennotiz mit Verwaltungsinformationen. Tja, ich würde sagen, wir gehen mal ganz hoch. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Ganz und gar nicht. Wir haben noch keine Waffe. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, mit Shannon dahin zu gehen. Aber wir haben ja unsere Nahkämpferin. Ich muss jetzt nur noch mal den Raum finden. Waren wir hier noch nicht? Doch. Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Was machen wir jetzt? Ja, ich würde ja gerne. Ich bin direkt hinter dir. Tja, du bleibst jetzt unbewaffnet hier alleine. Und wir gehen mal gemeinsam unserer Wege. Komm mit. Ich glaube, es ist besser, jemanden mit Nahkampferfahrung mitzunehmen. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ich will jetzt nochmal schauen. Die hatte ja mit Zielen und... Aber wie... Also noch kann die hier nichts. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich vorher speichern sollte. Wäre, glaube ich, echt sinnvoll, aber ich will eigentlich ungern was verschwenden und so viel haben wir jetzt eigentlich auch noch nicht gemacht. Sollte es der Fall sein, werde ich einfach schneiden und dann ist gut. Wo ist das mal? Nein! Und ich... Es geht schon los, es geht schon sehr gut los. Mr. Walden, was machen Sie hier? Ihr müsst hier raus. Schnell! Aber diese Dinger, da, was sind die? Ich weiß nicht, aber ich werde die Behörden auf jeden Fall davon unterrichten. Haben Sie sich verletzt? Ach, nichts. Seht zu, dass ihr wegkommt. Aber ich suche Kenny. Er ist verschwunden. Kenny, geh zu Mr. Friedman. Aber wie? Alle Ausgänge sind dicht. Ich mache euch die Schullufttür auf. Ich muss noch was erledigen. Und nicht vergessen, das Licht. Ich glaube, wir sitzen jetzt so richtig tief in der Tinte. In der Tinte. Alles klar. Wir müssen zu Friedman ins Klassenzimmer. Schätze ich mal. Oh, ich komme mit der Karte noch nicht so ganz klar. Wir sind jetzt auf jeden Fall eigentlich hier oben, müssen erstmal runter und dann nach rechts. Was hier auf der Karte links ist, schätze ich mal. Was? Nein. Ich will nicht zum Sammelplatz. Also, wir müssen auf jeden Fall die, Das sieht nicht wie ein Tier aus. Wir müssen auf jeden Fall die Dinger hier einschlagen. Und hier knarkst ist immer noch sehr verdächtig. Die hat uns jetzt nicht wirklich geholfen, die Shannon, ne? Das hat die jetzt nicht gut gemacht. Toll, und ich dachte, sie könnte uns helfen.
jetzt. Da müssen wir ja hin. Aber ich weiß gerade nicht genau, wo wir stecken. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Einfach mal schauen. Wir gucken mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wo hier das Lehrerzimmer ist. Ich habe die Karte jetzt nicht wirklich verstanden. Ich schaue einfach noch mal überall, wo es geht. Jetzt ist alles wieder abgeschlossen. Okay. Warden hat das Erdgeschoss geöffnet. Wir sind endlich frei. Wo läuft die denn hin? Hallo? Wo läuft die jetzt bitte schon hin? Schwebt die jetzt in der Luft? Ne, hier ist kein. Hier war der Spanischraum. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Kämpfen hat noch nicht ganz so gut geklappt. Ich glaube, ich werde die Tastatur auch noch mal etwas ändern. Wir holen erstmal. Morgen hat das Erdgeschoss geöffnet. Ja, wir sind endlich frei. Ich weiß. Aber wir müssen doch zu Friedman, dachte ich. Ach so, du hast nichts zu sagen, ne? Ist in Ordnung. Ich. Wo ist das Parken? Halt. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht, was das hier alles ist. Wo ist das? Ist das denn draußen? Ach so, das ist das Verwaltungsgebäude, wo wir uns befinden. Das heißt, wir müssen raus. Hm, okay. Jetzt muss ich nur mal nochmal überlegen. Ja. Das ist halt jetzt die Frage, welcher Ausgang, ne? Das? Oh, wir hatten noch einen Schlüssel dafür. Ach so. Ach ja, genau. Das ist doch hier das Lehrerzimmer dann, ne? Eigentlich ist das doch hier das Lehrerzimmer. Also wir müssen, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, die Fenster einschlagen. Damit wir weiterkommen. Also damit wir geschützt sind, müssen wir die Fenster einschlagen. Oh. Miss Ashley, wie verlief Ihr erstes Treffen mit den Kreaturen? Hau ab! Glauben Sie wirklich, Sie kommen lebend hier raus? Nerv mich nicht, okay? Ich rufe gerade die Bullen an. Und Sie, Shannon? Was sagen Sie dazu? Hör auf damit! Ich habe so schon genug Angst. Mist, die Batterie ist leer. Kein Wunder, du filmst ja auch schon ewig. Das gibt's doch gar nicht. Und hat's geklappt? Blödes Handy. Ich habe keinen Empfang. Was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Wahl. Wir müssen Friedman warnen. Oh, noch eine CD. Sehr, sehr gut. Da würde ich glatt mal sagen, dass ich hier wieder speichern werde. Aber ich schaue mich erstmal noch ein bisschen um. Noch ist es hell, das ist ganz gut. Die Schule ist unglaublich verdreckt. Wo befinden wir uns denn, bitteschön? Und ich habe das Gefühl, Friedman ist, glaube ich, der Direktor. Und der Direktor hat auf jeden Fall... Was ist das für Zeug auf dem Speicher? Auf welchem Speicher? Der Direktor hat auf jeden Fall irgendetwas damit zu tun. So verdächtig, wie er sich verhalten. Konnte ich noch nie leiden. Kommt die jetzt auf Warden? Lasst uns diesen Idioten suchen, bevor es dunkel wird. Mir wird kalt. Die ist auch nur am Meckern.
Das hier schon dunkel. Ich würde es nicht hoffen. Gut, aber ich finde hier tatsächlich keinerlei Waffen. Ich werde jetzt hier speichern und wir sehen uns auf jeden Fall sofort wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Tja, jetzt müssen wir Friedman finden. Habe ich hier auch eine Karte? Wir müssen unten lang. Hier war, glaube ich, noch ein Eingang. Müsste einer sein? Genau. Nee, noch eins weiter. Der hier ist es. Ja. Gucken, ob wir reinkommen. Ich hätte ja die Schule verlassen. Ganz ehrlich. Jeder ist sich selbst der Nächste. Was ist bloß los in dieser Schule? Jeder ist sich selbst der Nächste. Aber ich hätte auch viel zu viel Schiss. Stan, was machst du denn hier? Oh, nichts Wichtiges. Ich ändere nur meine Noten. Für einen Fuffi kann das jeder andere von mir auch haben. Hey, hör auf mit dem Scheiß. Und ihr, was macht ihr hier? Was geht bei euch ab? Was? Sag mal, hast du etwa nichts gesehen? In den Fluren, die ganzen Monster. Ist voll die Hölle. Wow, was immer ihr geraucht habt. Macht das nie wieder. Aber jetzt sag nicht, du hättest nichts gesehen. Ist dir denn nichts Seltsames aufgefallen? Alles an dieser Schule ist irgendwie seltsam. Und woher kommen dann die Geräusche? Im Ernst, wir finden Kenny nicht. Was? Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Sogar Mr. Walden wurde verletzt und musste auf die Krankenstation. Wir sitzen fest. Wir müssen Friedman informieren, damit er uns hier rausholt. Wow, langsam wird die Story interessant. Okay, ich bin dabei. Aber wehe, ich werde verarscht.